Wir spielen weiter den Super Nintendo Emulator auf der Nintendo Switch Konsole. Und heute testen wir einen richtigen Klassiker, wer kennt ihn nicht, Super Mario Kart. Und ja, in der Tat, er steht da 1992, das ist 31 Jahre her. Ich habe es damals noch miterlebt, aber ich denke, viele von euch sind auch erst nach 2000 geboren. Also, ein richtiges Retro-Spiel. Wir geben unser Bestes. Hoffentlich bekommen wir es hier nicht mit den Augen. Abfahrt. Let's go. Als Charakter werden wir selbstverständlich Mario höchstpersönlich auswählen. Ehre, wem Ehre gebührt. So, ein Player ist okay. Dann gehen wir rein. Was haben wir für eine Streckenauswahl hier? Mushroom Cap, Flower, Star und Special Cap. Ich glaube, wir nehmen Mushroom. So, oh, aua. Hier ist auch noch Splitscreen. Das macht es ja nicht besser zu sehen. Picken wir einfach mal los. Jo, Start einigermaßen. Oh, die Steuerung. Das ist ja noch ganz böse. Wie war denn das hier früher? Wie konnte man, ach, wenn man hier rüberfährt, dann kriegt man ein Item, ja? So hat das früher funktioniert. Interessant. Ah, Münze. Ah, ich muss aber erstmal ein bisschen um die Kurve hier kommen. Schon Runde 2. Ah, war früher alles ein bisschen schmaler. Abkürzen, das haut hier nicht so hin. Jetzt habe ich sie auch schon so ein bisschen aus den Augen verloren. Freunde, hallo, könnt ihr mal mit warten? Oh, meine Steuerung, ich komme überhaupt noch nicht klar. Ja, wäre schon. Wir müssen uns einmal ein bisschen einfußen. So, Runde 3, aber bevor ich es raus habe, ist hier auch wahrscheinlich gleich das Rennen zu Ende. Aber nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Um die Kurve rum. Bisschen Speed rausnehmen geht es vielleicht. Auch nicht ganz geschafft, die Kurve. Aber kommt, lass uns ein bisschen üben. Dann wird er schon. Sieht böse aus, bin Letzter. Aber naja, dafür, dass ich das nach 1000 Jahren zum allerersten Mal wieder spiele. Oh, so. Okay. Wobei. Oh, kriegt man schon so ein bisschen mit den Augen, ne? Das zuckelt und flattert hier an allen Ecken. Puh. Nimm mich hier so ein bisschen mit. Soll meine Fahrerkunst nicht schmälern? Ich bin vielleicht wirklich so schlecht, aber trotzdem grafisch. Hm, das muss man mögen. Oh, bin ich auch schon durch, ne? Achter. Die ersten vier werden gewertet. Ja, ranked out. Das habe ich mir gedacht. Aber das versuchen wir doch gleich nochmal. Fürs erste Rennen. Wir haben mal vorsichtig die Strecke abgetastet hier. Ein bisschen beschnuppert die Kollegen. Jetzt kann es doch nur besser werden. So, wir picken wieder los. Ja, ist derselbe Fehler wie vorhin. Ihr seht keine Wiederholung. Habe ich schon wieder geschafft. Oh, gegen die Röhre gefahren hier. Mensch, ich habe mir doch so viel vorgenommen. Ja, da oben kommt, gib mir mal einen Blitz. Ach, nur eine Münze. Blitz wäre gut. Dann würde ich wieder rankommen. So, ein bisschen rumgehopst hier um die Kurve rum. Oh, die Strecke ist echt für meine Augen anstrengend, muss ich sagen. Boah. Das Ganze sehe ich ja jetzt hier auf dem PC. Auf dem Smartphone in kleiner kann das ja halt schon wieder gehen, aber das ist hier schon mörderpixelig. Okay, komm hier rum. Ja, aber die machen da auch keinen Halt da vorne. Hey, nimm doch mal ein bisschen Rücksicht. Lass mich doch mal wieder rankommen. Hallo. Ja, also ich glaube, ich werde hier gleich mal die Strecke wechseln. Das liegt mir hier ja nicht so richtig, würde ich mal behaupten. So, vierte Runde. Ja. Da kann ich keinen Blumenpott mehr gewinnen, da wird nichts. Hier nochmal rum. Oh, nicht mehr. Oh, ja, ja. Finale Runde, aber wie soll ich die da hinten noch einholen? Das geht gar nicht. Ich bekomme ein bisschen wenig Items hier raus. Immer nur Münzen? Damit kann ich schlecht werfen. Kann die Jungs so einen Kaffee spendieren mit den ganzen Münzen? Was war's denn auch schon? So, komm. Und hier sind wir wieder Letzte. Oh, das ist ärgerlich. Aber ich würde vorschlagen, wir werden jetzt mal die Strecke wechseln. Suchen wir uns doch jetzt mal eine andere Strecke aus. Mit 150 Kubik pieken wir weiter, würde ich sagen. Volle Möhre. Und dann werden wir mal sehen, so ein Player wieder. Mario Kart GP. Alles geht klar. Und dann werden wir jetzt mal... Oh, wir nehmen mal Yoshi. Der ist so schön grün. Bisschen kontrastreich, die ganze Geschichte. Vielleicht kann ich ein bisschen besser von der Strecke sehen. So. Wir nehmen den Flower Cap. Gucken, ob er grafisch ein bisschen besser kommt. Eben war schon ein bisschen anstrengend.
Oh, nee, das geht ja gar nicht hier. Oh, was ist das denn? Ja, Yoshi kann ich gut sehen in grün, aber das andere... Boah, ist das Schotterpiss und rum? Oh, das ist augenunfreundlich. Ja, Freunde, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das hier auch schon mal auf der Nintendo Switch im Emulator gespielt habt. Aber das ist schon fast unspielbar, ne? Ui! Da wird man schon verschwindelig vom Zusehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das geht, ne. Da werden wir die Strecke schnell hinter uns bringen. Aber die spielt nicht nochmal. Aber gut, wenn man bedenkt, früher, ne? Der kleine Super Nintendo. Was hatte man dann früher? So einen kleinen 37 cm Fernseher. Und ich meine nicht Zoll. 37 cm Fernseher, so ein klein. Da war das schon was anderes. Also, was waren bewegte Bilder? Das hatte man vorher nicht. Da war man froh drüber. Wenn man das nicht heute alles so kennt, ist das natürlich auch gewöhnungsbedürftig. Aber es hat natürlich auch einen gewissen Retro-Charme. Aber lange kann ich das hier echt nicht spielen. So, Runde 4. Da haben wir das dann auch schon gleich. Bin ich wieder letzter und dann werden wir uns noch ein weiteres Rennen aussuchen und dann mal was einfallen lassen. So kann das ja hier nicht weitergehen. Final Lap. Umso länger ich hier rauf gucke, umso gleicher sieht das hier auch alles aus. Kaum noch Unterschied. Ich weiß eigentlich schon gar nicht mehr, wo ich bin. Ist aber auch hier eine Kurve rum. Unser Item ist hier auch nicht so richtig am Start. Ja, letzter, was soll es auch anders sein? Also das war hier überhaupt nicht meine Strecke. Ranked out. Ja, dann ist es leider so. Ein weiteres Mal werde ich mein Glück noch probieren, aber ich werde die Kubikklasse ein bisschen reduzieren. Wir gehen zurück, ich würde mal sagen, 100. Ah, wir gehen mal hier auf Rentnerniveau. Wir gehen mal auf 50 Kubik. So, das sieht vielleicht komisch aus. Aber vielleicht haben wir da eine Chance. So, 150 hatten wir. Wir gehen da auch hoch auf. Wir ziehen es durch. Wir gehen auf 50 Kubik, Freunde. Jawohl. So, dann nehmen wir die Dame. Ja. Peach werden wir nehmen. 50 Kubik. Und dann haben wir hier noch den Star Cap. Den haben wir noch nicht gespielt. Den werden wir jetzt mal nehmen. Ah, das kann man besser erkennen. Das soll wohl jede Menge Wasser um uns rum sein. Okay, ja, jetzt haut ihr mir hier auch nicht so schnell ab, ne? Wenn ich hier mit 50 Kubik nur lang piek. So, macht doch einen guten Eindruck. Und zum allerersten Mal im Spiel hier erster, na bitte doch, geht doch. Mal gleich 50 Kubik nehmen sollen. So, hier rüber. Oh, gibt es eigentlich auch Tiefwasser oder kann man hier rüber? So eine Sandbank, ne? So, komm. In den Spiegel geguckt, die sind weit weg, die Kollegen. Oh, hier ist er doch ein bisschen tiefer gewesen, aber schaffen wir noch. Gehen wir rüber. Hier dran vorbei. Hätte auch über so ein Fragezeichen fahren können. Hätte ich ein Item gekriegt, aber ich glaube, komme ich auch ohne ganz gut klar. So, hier um die Ecke. Oha! Das Wasser wurde ein bisschen dunkelblau. Das ist also tief. Und jetzt pieken sie an mir vorbei. Da, nee, 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 Jungs, Moment, hallo. Nee, 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 hier, ja. Donkey meiner Kurve weggenommen. Wer bist du? Ich kann dich kaum erkennen, was du sein sollst. Letzte Runde. Hier hole ich noch. Das ist Bowser hier. Ja, Panzer erkannt. So, Bowser. Dich kriege ich. Oh, hier unten überrunden wir schon. Yoshi wird schon überrundet. Hallo, Yoshi. Das ist Balsam auf meine Seele. Final Lap. Vorhin haben sie mich hier so fertig gemacht. Und jetzt kann ich mich revanchieren. Um die Kurve rum. Nicht wieder ins tiefe Wasser fallen. Dann kriegen wir das hier hin. Ja, um die Kurve nochmal. Das nächste Ziel auch gar nicht mehr weit. Jawohl, da haben wir es auch schon. Beinahe noch den nächsten überrundet. Peach freut sich. Und das auch zu Recht. 19 Sekunden 55. 32,61. Die Gesamtzeit. Das ist nicht schlecht. Der nächste kommt erst mit 34 ins Ziel. Ja, das kann sich sehen lassen. Gefällt mir sehr gut. Und sollte es euch auch gefallen haben, liebe Freunde, dann lasst doch noch gerne ein kostenloses Abo und ein Like da. Macht die Glocke an, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr weitere Super Nintendo Spiele von mir sehen wollt. Würde mich interessieren. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, euer Shurtalk. Bye bye.